Na, wer hat noch Lust auf eine Runde Schmerzen, Verzweiflung und dieses unangenehme Gefühl, einem Menschen zuzusehen, der schlecht am Spielen ist? Ihr sicherlich, ich auch, obwohl ich das eigentlich selbst bin und... Oh, ups, das sollte nicht so sein. Einen Moment, da muss ich mal ganz kurz in die Optionen rüber und die Anzeige umstellen, denn ich spiele das Spiel normalerweise im Hochkantmodus, den das hier auch unterstützt. Um einfach ein Vollbild zu haben und nicht so links und rechts eine Menge Rand. Das ist Downwell, eines der zahlreichen kleineren Indie-Spiele, die es im eShop gibt. Aber tatsächlich eines, das so ein bisschen ja, bemerkenswerter ist. Unter anderem durch den niedrigen Preis. Es kostet gerade mal 2,99 €. Also das kann man sich auch mal ebenso für die angesammelten Goldmünzen gönnen. Aber auch, weil es einfach richtig, richtig gut gemacht ist. Also Ziel des Spiels ist eigentlich recht simpel. Wir sind gerade in den Brunnen gesprungen und wollen nach ganz, ganz unten. Das, wie ihr seht, ist allerdings einfacher gesagt als getan. Denn überall in diesem Brunnen kreucht und fleucht es und alles Mögliche will uns an den Kragen. Das sollten wir natürlich nach bestem Gewissen verhindern. Ist dann mal ein Abschnitt geschafft, dann kommt man hier in so eine Upgrade-Auswahl. Da kann man dann zwischen drei zufällig ausgewählten Upgrades auswählen. Und ja, das ist da, das würde man dementsprechend wahrscheinlich mehr so dem Roguelike oder Roguelite-Genre zuordnen. Ich finde aber persönlich, es hat mehr was von einem klassischen Arcade-Spiel. Einfach so, weil die Runden extrem kurz sind, ist das wirklich nur schnurgerade runter. Ohne wirklich großartigen Charakteraufbau. Ich meine, klar, man kann, wie ihr gerade gesehen habt, ein paar Upgrades einkaufen, dass zum Beispiel die Lebensenergie ein bisschen erweitert wird oder dass man mehr Munition hat. Außerdem gibt es hier in diesen Blasen auch gerne mal irgendwelche Extrawaffen, die ebenfalls nochmal Boni einbringen. Aber ich weiß nicht, ich habe das irgendwie nicht so als wirkliches Roguelike, Roguelite, was auch immer, aufgefasst. Das ist für mich einfach nur so wirklich kernige Arcade, Action. Ein Shoot'em'up mal anders. Vor allem Shoot'em'up, bei dem man nicht nur schießen muss, sondern auch, ups, drauf geht, sondern auch mal einfach seinem Gegner auf die Mütze springen kann. Aber dann ist man auch ruckzuck wieder im Spiel drin und legt gleich nochmal eine Runde nach. Das Spielprinzip dahinter ist auch wirklich simpel aufgemacht. Also man hat genau eine Aktionstaste, mit der springt man entweder, wenn man mit beiden Boden am Füßen mit beiden Füßen auf dem Boden steht, nicht andersrum. Das wäre ein bisschen, das wäre ein Kunststück. Und wenn man sich in der Luft befindet, kann man damit dann schießen. Und zwar immer schnurgerade nach unten. Zumindest mit der Standardbewaffnung. Es gibt da noch so ein paar Extrawaffen, die haben andere Eigenschaften. Aber in der Regel schießt man dann wirklich schnurgerade nach unten. Tricks dabei, die man ausführen kann, ist, dass man zum Beispiel möglichst viele Gegner erledigt, ohne zwischenzeitlich auf den Boden aufzukommen. Dadurch baut man Kombos auf. Das ist deutlich einfacher gesagt, als es getan ist. Aber wenn man sich da erstmal so ein bisschen reingefuchst hat und einen ordentlichen Rhythmus reinkriegt, dann macht das schon ziemlich viel Laune. Entsprechende Kombos werden dann auch mit mehr Währung prämiert und irgendwann dann auch mal, wenn man ausreichend hohe Kombos hat mit Gesundheitsupgrades oder Munitionsupgrades. Und die gesammelten Edelsteine kann man dann hier im Shop auf den Kopf hauen. Ja, und das ist im Prinzip wirklich schon das ganze Spiel. Mehr gibt es da eigentlich nicht großartig zu sagen.
Ah, ihr seid immer noch hier. Na gut, dann hätte ich da vielleicht doch noch so ein paar Kleinigkeiten zu ergänzen, während ich ja gerade gestorben bin. Wie ihr hier gerade seht, werden ja Juwelen gut geschrieben. Und diese Juwelen, die gesammelten Juwelen werden immer zu einem Gesamtkontingent zusammengezählt. Dadurch schaltet man durchaus noch ein paar Sachen frei, die sind aber wirklich so zu 99,9% kosmetisch. Also man kann zwischenzeitlich vier verschiedene Stile freischalten, aber viel witziger ist das, was ich euch jetzt zeige. Das ist nämlich eine Grafikauswahl oder genauer gesagt eine Farbgebungsauswahl. Man kann zwischen verschiedenen Grafiksets entscheiden. Darunter auch dieser enorm augenblutende Virtual Boy-Stil, mit dem ich euch jetzt den Rest des Videos lang quälen werde. Passt aber auch ganz gut, denn schließlich hat Nintendo vor kurzem ja das Nintendo Labo VR-Set angekündigt, mit dem man dann quasi jetzt über Downwell so ein richtig schönes Virtual Boy-Feeling erlangen könnte. Also originalgetreuer und retromäßiger geht's ja fast schon nicht. Trotzdem, das wäre dann wirklich alles, was ich zu Downwell zu sagen hätte. Ist ein wirklich tolles Spiel, würde ich bedingungslos weiterempfehlen. Ist ein super Zeitvertreib für zwischendurch, kann man sich auch richtig reinknien, wenn man möchte. Hat natürlich so an per se, Umfang per se nicht sonderlich viel. Aber bis man überhaupt das erste Mal ganz unten angekommen ist, da vergehen schon einige Stunden. Man muss dafür wirklich sehr, sehr viel üben. Trotzdem für den Preis von 3 Euro finde ich das eigentlich mehr als angemessen und es ist auch wirklich so ein netter Zeitvertreib. Alle weiteren Sachen könnt ihr, eigentlich gibt es ja nicht mehr viel zu berichten, aber falls ihr das Ganze nochmal in Wort haben möchtet, in schriftlicher Form, dann empfehle ich euch meinen Testbericht auf planetswitch.de. Ich verabschiede mich auf jeden Fall für heute. Macht's gut!